Früher saß ich vorm Fernseher und habe mir gedacht, was muss das für ein Gefühl sein, wenn man solche große Turniere spielen darf. Ja, jetzt durfte ich selber miterleben. Wenn man dann für sein Land spielen darf, das ist einfach das größte Gefühl als Fußballer. Ja, das, wovon man als Kind träumt. Schon früher hat es mir immer Spaß gemacht, der Mittelpunkt des Spiels zu sein. Als Mittelfeldspieler sollte er einfach wissen, wie man das Spiel schnell macht. Es ist sehr wichtig, dass man seinen Mitspieler gut in Szene setzen kann, aber dass man auch defensiv einige Konter oder Angriffe der gegnerischen Mannschaft auch unterbinden kann. Nach der Saison, wo ich dann Zeit hatte, darüber nachzudenken. Es ging ja nicht immer nur bergauf. Und ich glaube, dass man vor allem aus den Negativen am Ende am meisten lernt. Wenn du eben jeden Tag dich gegen die Besten beweisen musst, kannst du dich verbessern und nur dann gehst du auch an dein Limit und gibst 100%.